Der Eingang zum Munitionslager Mitholz. Hier liegen 3500 Tonnen Weltkriegsmunition. Es besteht Explosionsgefahr. Die Experten klären nun, wie es weitergeht. Sagen wir so, es ist nicht unkritisch. Aber es ist auch nicht so davon ausgegangen, dass es jetzt klappt. Nein, das ist jetzt blöd gesagt. Es ist schwierig zu sagen, weil klappen kann es immer, das ist Wahrscheinlichkeitstheorie. Aber es ist nicht so massiv, dass wir müssen sagen, es könnte jederzeit hier losgehen. Die heutige Begehung zeigte Bomben und Granaten. Und auf Fotos die ganz großen Kaliber mit tonnenweise Sprengstoff. Die Felswand über den Munitionskammern ist auf 100 Meter Länge eingestürzt. Alle Häuser von Mitholz sind zerstört oder beschädigt. Es gibt nur noch wenige Personen, die das Unglück mit 9 Toten vor 70 Jahren erlebt haben. Dass die Gefahr auch heute nach wie vor nicht gebannt ist, macht einer Zeitzeugin Sorgen. Ich bin schon ein bisschen erklüpft, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir da so von einem Pulver fasst sind. Dass da noch einmal etwas passieren könnte. Gibt es in der Schweiz noch weitere solche Pulverfässer? Das will 10 vor 10 vor Ort vom Umweltverantwortlichen der Armee wissen. Auch die Munition wird grundsätzlich entsorgt, wenn sie ihr Lebensende erreicht hat. Wir haben noch alte Munition in den Seen, wo man sie während bestimmten Perioden entsorgt hat. Und das hat noch bei anderen Munitionsunglücken passiert in der Geschichte, hat es auch noch gewisse Reste, wo man sie. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Schweizer Munitionsdepots übervoll. In den Jahren 46 und 47 explodierten gleich 2 Depots, Dailly im Wallis und Mitholz im Berner Oberland. Was nicht vor Ort explodierte, versenkte die Armee später im Thuner, Brienzer und Vierwaldstätter See. Seit Jahrzehnten liegen in diesen Seen rund 8000 Tonnen Munition. Welche Gefahr geht vom Sprengstoff in mehreren hundert Metern Tiefe aus? Das VBS und die Kantone überprüfen seit 15 Jahren die Situation. Für den Explosivstoffexperten Jörg Mathieu von Arma Suisse ist die Lage unter Kontrolle, trotz der riesigen Altlast. Ja, das sind in der Tat grosse Mengen. Und was aber ist, dass die Munition im Schlick liegt. Und durch das ist eigentlich das Risiko für eine Explosion zum Beispiel oder eine Umweltgefährdung sehr klein. Nur ein minimes Risiko? In Mitholz im Kandertal unterschätzen die Verantwortlichen die Gefahr von alter Munition jahrzehntelang. Gibt es auch in den Schweizer Seen plötzlich das böse Erwachen? Es ist so, weil man sehr viele Untersuchungen gemacht hat, Abklärungen für die versenkte Munition, ist man sich da sehr sicher. Man hat das auch abgeglichen mit ausländischen Stellen, die ähnliche Probleme haben, auch mit Munitionsversenkungen. Und die Überwachungen bisher haben gezeigt, dass eigentlich der Stand gleich geblieben ist. Also die Prognose war bis jetzt richtig. Ja. Erst in den 1960er Jahren hat die Armee aufgehört, alte Munition in den Seen zu versenken.